Aua, mein Kopf tut mir so weh. Arme Wilma, was ist denn passiert? Ach, weißt du, ich bin gestern über eine Wiese gekrochen und habe nach leckeren Gräsern geschaut. Dann kam plötzlich ein kleiner Wind und der hat eine Kirsche vom Baum geweht. Und stell dir vor, die Kirsche ist doch direkt auf meinen Kopf geplumpst. Aua. Das tut mir leid für dich. Komm ein bisschen zu mir. Dann lege ich mein Vorderbein um dich und tröste dich. Es wird bestimmt bald wieder gut werden. Weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, dann bin ich echt froh, dass es nur eine Kirsche war. Stell dir vor, mir wäre ein Apfel auf den Kopf gefallen. Ui, 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 ui. Dann wäre bestimmt mein Kopf ganz kaputt. Das stimmt. Da hat Gott dich vor einem schlimmen Unfall bewahrt. Wie meinst du denn das? Das verstehe ich nicht. Weißt du, in der Bibel habe ich gelesen, dass Gott auf uns aufpasst. Wir sind bei ihm beschützt wie unter einem Schirm. Ich kann dir das mal zeigen. Das ist ja toll. Ich werde gar nicht nass. Und so ist es bei Gott? Du meinst, Gott hat mich beschützt, dass ich nur ein kleines Pflaster brauche und gar keine dicke Riesenbeule bekommen habe? So ist das. In der Bibel steht ein sehr altes Lied. Das kannst du im Psalm 91 lesen. Das hat der Mann, der das Lied geschrieben hat, auch erlebt, dass Gott ihn bewahrt hat. Pass auf, ich lese es dir mal vor. Dann weißt du das ganz genau. Wer unter dem Schirm Gottes sitzt, der kann bei Gott Ruhe finden. Auch ich sage zu Gott, bei dir finde ich Zuflucht. Du schützt mich wie eine Burg. Mein Gott, dir vertraue ich. Gott bewahrt dich vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Er wird dich behüten wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Seine Treue schützt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist ja ein schönes Lied. So viele Beispiele kommen darin vor, wie Gott uns beschützt. Gott ist wie eine starke Burg oder wie ein Huhn, das auf seine kleinen Küken aufpasst. Sag mal, Freddy, glaubst du, dass Gott auf uns zwei immer aufpasst? Ja, Wilma, das glaube ich. Ich habe das schon erlebt. Gott beschützt uns, so wie dich der Schirm vor dem Regen. Das mit dem Schirm kann ich mir echt gut merken. Das habe ich vorhin erlebt. Und dann kam in dem Psalm noch vor, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, dass sie uns behüten und auf uns aufpassen sollen. Weißt du was? Das gilt nicht nur für dich und mich, das gilt für alle Menschen. Das finde ich super. Wenn jetzt so viele Kinder Ferien haben und unterwegs sind, brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. Gott hat versprochen, dass seine Engel sie begleiten und beschützen. Also Kinder, wir zwei wünschen euch richtig schöne Ferien. Und denkt dran, Gottes Engel sind bei euch. Sag mal, Freddy, fahren wir zwei auch in den Urlaub? Vielleicht. Ich weiß es noch nicht genau. Wilma, wenn wir zwei zwischendurch mal zu Hause und nicht unterwegs sind, dann melden wir uns wieder bei den Kindern, oder? Na klar, die warten doch bestimmt darauf. Vielleicht machen wir den Kindern noch einen Ohrwurm, damit sie immer dran denken, dass Gott bei ihnen ist. Oh ja, gute Idee. Also hallo meine lieben Kinder, jetzt stehen wir auf und singen vor mir, hinter mir.